Ja, es ist windig. Ich fange anders an. Okay, so. Okay. Okay, also kommen wir gleich auf den Punkt. Es ist ja so. Der Grundkurs ist jetzt fertig, was langsamer Walzer betrifft. Also ihr habt jetzt 4 Schritte gelernt und habt jetzt mal einen groben Einblick in langsamer Walzer bekommen. Weiter geht's jetzt bei uns mit Tango. Da wünschen wir euch auch richtig viel Spaß dabei. Wir haben da nochmal alle unsere Kreativität reingepackt und wirklich geguckt, dass ihr zu Hause Tango lernen könnt. Beziehungsweise, wenn ihr da irgendwie mal eine Lücke habt, dass ihr nochmal nachschauen könnt, wie war der Schritt eigentlich, ging nochmal der Wiegeschritt zum Beispiel und so weiter. Danach geht es bei uns weiter mit einem ganz kleinen Ausflug in die lateinamerikanische Richtung. Da machen wir ein bisschen Cha-Cha, ein bisschen Rumba, ein bisschen Jive. Aber wie geht's danach weiter? Und das fragen wir euch. Schreibt mal bitte unten in die Kommentare, was wollt ihr eigentlich lernen? Was erwartet ihr von diesem Kanal? Wie soll es weitergehen? Und wir versuchen dann möglichst die Inhalte, die ihr lernen wollt, bei uns in den Kurs zu integrieren. Wenn der Gedanke noch so verrückt ist, einfach mal reinschreiben, wenn es mal ein Tanz ist, der jetzt vielleicht ganz neu ist oder sowas. Wir sind da relativ breit aufgestellt. Einfach in die Kommentare schreiben, was ihr lernen wollt. Und in diesem Sinne, kommt wirklich gut durch diese Zeit. Bleibt gesund. Liebe Grüße, euer Marius und das ganze On-Dance-Team. Ciao.